Moin moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Part Let's Play Prince of Persia. Im letzten Part haben wir, glaube ich, Turm der Göttin gemacht, ne? Und jetzt geht's auch zur Stadt des Lichts, um das letzte Gebiet, was noch fehlt, irgendwie schnellstmöglich zu machen. Ich habe keinen Plan, wo ich gerade hinspringe. Also, ich habe echt keinen blassen Dunst. Wenn ich hier jetzt springe, bin ich nicht tot, weil ich da an die Säulen rankomme. Gut. Da wusste ich jetzt für den ersten Moment nicht, wo ich hinspringen sollte. Aber natürlich haben wir das gepackt. Da ist wieder gelb. Gelb bedeutet fliegen und fliegen mögen wir nicht. Wird das fruchtbare Gebiet noch da sein? So wie die Stadt aussieht? Es ist da. Ich kann es spüren. Und da haben wir die Tür. In der Tür, in der alles beginnt und alles endet. Holen wir uns die Stadt zurück. Genau, holen wir uns die Stadt zurück. Wir haben noch eine Art zu sterben entdeckt. Hört das denn nie auf? Nicht bevor Ahriman gestoppt ist und die Verdammten auf ewig aus der Stadt vertrieben wurden. Gehen wir weiter. Redest du mit uns? Ja, du redest mit uns. Ich schätze, wir werden da durch müssen. Passt auf bei dem Sprung. Wenn ihr nicht überlebt, brauchen wir auch die Stadt nicht zu retten. Wie kommen wir hier runter? Da drüben. Wohin jetzt? Es gibt keinen Weg mehr. Wir müssen die Wände nehmen. Benutzt die Wände. Ja, chill doch mal. Ich hoffe, wir können das fruchtbare Gebiet erreichen. Geht weiter. So. Dann benutzen wir halt die Wände. Hep. Hep. Und weiter geht's. Schnell, 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 schnell. Das war reichlich knapp. Zu knapp für meinen Geschmack. Genauso wie das hier. Das ist auch äußerst knapp. Danke sehr. Hep. Also, das ist genau wieder so knapp. Alter. Aber ich glaube, das wird angenehm beim Lichtkeim, bei der Lichtkeimsuche. Ist es euch schon aufgefallen? Die Dinge kommen sogar, es kommen sowieso raus, wenn wir da durchgehen. Von daher. Und oben drüber. Wenn euch nichts einfällt, enden wir bald als schleimiger Dreck unter seinen Füßen. Stellen wir ihm eine Falle. Ich denke, er muss da rein. Glücklich. Elika, wollt ihr die Heilung etwas beschleunigen? Schnell, 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 schnell. Also so ein Kampf ist mir am liebsten. Der lief wirklich gut. Also der Kampf lief nicht nur gut, der war perfekt. Ist fort.
Ihr hattet einen Käfig auf eurem Stadtplatz? Natürlich. Wie soll man sonst die Kinder erschrecken? Seid lieb, sonst kommt ihr in den Käfig und Ahriman holt euch. Ernsthaft? Da drin wurden Tiere für den Markt gehalten, Idiot. Na, wenn ihr alles wieder aufbaut, solltet ihr ein paar mehr von denen bauen. Die sind praktisch. Die Stadt ist vergangen. Und das nicht erst seit heute. Und was werdet ihr tun? Jetzt kümmern wir uns um die Gegenwart. Und wir beginnen damit, hier zu verschwinden. Das letzte Tor hat sich geöffnet. Ist das der letzte Schritt? Wird das Ahriman bannen? Ja, wir müssen zum Tempel zurück, wenn das erledigt ist. Aber ja, wir haben Arimans Flucht fast verhindert. Na gut, Prinzessin. Dann wollen wir die Welt retten. Ihr müsst doch einen Plan haben, wie es weitergeht. Habt ihr einen? Ich bin kein großer Planer. Vielleicht lerne ich von euch. Wie viele von euch gab es hier, bevor Ahriman... 200, 300? Sie sind alle verschwunden, abgewandert. Als die Stadt noch... In ihrer Blütezeit lebten hier Tausende. Die Häuser waren in Marmor gefasst, die Tore aus purem Gold. Dann verfiel sie. Der Marmor wurde für Nahrung verkauft. Die Stadt starb. Die Leute gingen. Es blieb nur die Legende. Wie viele fruchtbare Gebiete gibt es noch? Sonst noch was, auf das wir klettern können? Yep. Gut. Alter, wir sind fast durch. Ich glaub's nicht. Da kommen wir sowieso nochmal zurück. Aber ich glaube, das Einzige, was hier nerven würde und was hier nerven wird, ist das Fliegen. Mehr, glaube ich, wird hier nicht allzu sehr nerven. Nerven. So. Das müsste der Weg hier sein, ne? Ja. Dann lasst uns den Weg hier gehen. Der nicht allzu breit aussieht. Also, hier ist ja schon Ende, ne? Gibt's denn auch nichts mehr? Also, das Gebiet gefällt mir. Das Gebiet gefällt mir wirklich. Hopp. Hopp. Rüber. Fallen lassen. Fallen lassen. Hochgehen. Rüber. Falsche Seite, aber egal. Aber egal. Alles geplant. So. Also, er macht immer noch irgendwelche komischen Geräusche. Da, 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 da. Aber ich... Upp! Jetzt! So müssen wir gehen. So. Also, dann hätten wir das hier. Würde ich sagen, hier lang. Andere Seite ist nichts. Oben. Oben ist was, habe ich mir fast gedacht. Na, oh, den hätte ich fast übersehen. Okay. Darüber kommen wir, glaube ich, anders. Na, das werden wir schon noch sehen. Jetzt gehen wir erstmal runter. Die Stelle merken wir uns eventuell für nachher. Zack. Wow. Aber wie kommen wir jetzt dahin? Ach, hier rüber. Ja, das wäre natürlich auch eine Option. Wäre eine Option, ne? Die wir eventuell benutzen können. So. Ach, guckt's euch an, ich bin gefailed. Ach, meine Güte. So, öffne mal das Tor. Damit das da auch Geschichte ist. Ah, das ist also die Festung des Kriegers. Ja, dieser Weg steht uns nun offen. Grün. Ich sehe was Grünes und ich bin glücklich. Und was Blaues. Also schöner kann es nicht sein. Wenn wir da reingehen, heißt es er oder wir, richtig?
Er besitzt etwas von der Essenz des Ortes. Die müssen wir befreien, um Ahriman einzuschließen. Dann weicht nicht. Ihr wollt immer noch glauben, der Krieger könnte gerettet werden, aber er hat sich entschieden. Gut, speichern. Rede mit mir. Klettern wir auf den Turm. Nicht schlapp machen, es muss sein. Wow, so viel Entschlossenheit kennen wir doch gar nicht von ihm. Ne. Raus da. Zurück, hin, anderen Weg. Dann haben wir das da. Nicht da rein. Wo wären wir denn da? Den Krieger jetzt schon killen. Zäh. Da oben ist bestimmt auch was. Da unten ist nichts, also kann man da getrost runterspringen. Hopp, Kamera for the win. So. Ei, der wäre fast ein bisschen knapp geworden. Und dabei komme ich ihn nicht. Nein! Da hätte ich von der Säule wegspringen sollen. Das schafft man locker. Ich hätte sogar noch E gedrückt, aber das wäre zu weit geworden. Ich glaube, den hätten wir trotz E sogar bekommen. Da ist jetzt nichts. So, somit bleiben dann noch für die restlichen, die wir hier nicht finden, der Weg zum... Ah, oben lang. Ah, was machst du da? Was machst du da, Junge? Ich bin für euch da. Alter, das schafft man auch so. Braucht man das da oben nicht. Da unten ist einer. Los geht's. Aber wie kommen wir da hin? Mit Fliegen, ne? Dazu müssen wir fliegen. Gut, 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 gut. Hopp, und da ist der Flugplattform schon. 53 oder 54 müssen wir haben. Damit wir hier alle haben. Die bekommen wir easy. Das wäre einer. Das wäre 2, das wäre 3, das wäre 4. Und da wäre der 5. Damit sollten wir jetzt wieder rauskommen, richtig. Jetzt sollten wir den da unten haben, ne? Den wir vorher gesehen haben, hier irgendwo. Ja, den haben wir jetzt. Gut, dann gibt es die restlichen mit dem blauen, also wieder den Weg zum fruchtbaren Gebieten. Und dann sollten wir fertig sein, ne? Dann gucken wir mal, was die Zeit noch hergibt. Eventuell dann ein bisschen kürzerer Part. Was auch nicht schlecht sein soll. Oder wir gehen dann gleich mal zum Krieger hin. Damit wir den Krieger eventuell noch irgendwie aufs Maul geben. Was fehlt uns hier jetzt noch? Da fehlen uns noch 11 Stück. Was laber ich da? 8 fehlen uns noch. Die könnten durchaus da sein überall. Weil da ist ja noch ein langer, langer Weg, den wir zu gehen haben. Der könnte da durchaus sein. Also die restlichen 8 hier. Ja, da hinten ist noch einer, da kommen wir auch noch, glaube ich, hin. So, den hätten wir. Da fehlen noch 5. Die können da durchaus sein. Vor allen Dingen hier könnten die irgendwo einen versteckt haben. Da unten zum Beispiel hätten sie einen verstecken können. Das sehe ich aber jetzt nichts. So,
Da wäre noch einer, da ist noch einer. Fehlen noch zwei. Dich nicht vergessen, ist klar. Und du grapschst dich nicht an der Wand fest. Naja, egal. Wir haben die Zeit. Wir haben die Zeit, das predige ich bei Assassin's Creed Tag für Tag. Und bei Prince of Persia halte ich mich nicht daran. Ja, ja. So, somit fehlt noch einer. Habe ich schon erwähnt, dass ich dich hasse? Ich verstehe nicht, wieso du da jetzt gerade gesprungen bist. Vielleicht hätte ich ein bisschen eher abspringen sollen. Ja, das wäre, glaube ich, eine Option gewesen. Eher abspringen. Höpp. 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 Ja, immer sch... Was macht der da? Los geht's! Ich versteh's nicht. Oder springe ich zu früh ab? Praktisch, dass ihr da seid. Oder springe ich wirklich zu früh ab? So, dann springen wir jetzt mal schön... Laufen wir jetzt mal schön lange an der Wand. Ja, zu früh abgesprungen. Und einer fehlt. Ich werd bekloppt. Einer fehlt. Einer fehlt. Einer? Wo ist... Da hinten. Wie komme ich da ran? Wie komme ich da ran? Also gesehen haben wir. Also verpasst ist hier nichts. Ist aber nicht hier, sondern da drüben. Sollten wir quasi... Wie kommen wir da ran? Nochmal von hier. Ich hab wieder verpeilt, wo der ist. Da ist er. Wie kommen wir da hin? Ja, ja, steh wieder in der Luft. Machst du ganz toll. So einfach. Da kommen wir nirgends hin. Da ist nirgends was. Ich glaube auch nicht, dass das geplant ist, da so rüber zu springen. Außer... Nee, 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 da wollte ich ja auch nicht hin. Ich wollte ja eigentlich da hier ran und dann hier abspringen, so. Dann in der Hoffnung, dass er sich hier irgendwo festhält. Was er natürlich nicht macht, also... Müssen wir da woanders hinkommen, mit irgendeinem Blauen, den wir übersehen haben. Ach nee. Ich glaube, ich habe... Ja, ja, habe ich. Hier jetzt hoch. Danke. Gut. Dann porten wir uns hier hin, porten uns wieder zurück. Kann man auch mal... Ja, jetzt haben wir alles. Statt des Lichts, Junge. Gut. Jetzt sind wir nämlich wieder hier und müssen einfach nur den einen hier nehmen und nicht wieder den kompletten Weg dahin gehen. Weil ein bisschen Zeit sparen, ne? Ich
hätte jetzt auch natürlich beenden können und sagen, im nächsten Part sehen wir uns dann vor dem letzten Tor und so, weil, ne, hätte ich einfach machen können, habe ich aber nicht gemacht, kennt man ja von mir, und hier endet dann der Part. Gut, Leute, viel ist es nicht mehr, wir haben noch ein Gebiet, jetzt gucken wir nochmal komplett, hier komplett, das, und das hier und der hier beendet, ja. Den Jäger haben wir vernichtet. Dann sollten wir alles haben. Baum des Lebens, Tempel, Status besucht, Lichtkeine haben wir nicht, den Alchemisten haben wir gekillt, die Kurtisane hieß die so. Und jetzt kommt noch der Krieger. Gut, Leute. Wie dem auch sei, ich bedanke mich fürs Zusehen und sage ciao, ciao. Und wir sehen uns im nächsten Mal bei Let's Play Prince of Persia. Bis dahin, auf Wiedersehen.